Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Simon the Sorcerer Teil 4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir wollen jetzt mal mit Hades reden, falls er schon wieder da sein sollte. Was willst du schon wieder? Ich bin nicht der Simon, von dem du denkst, dass ich es bin. Ich bin Simon. Noch so ein Spinner. Gießt du mir jetzt auch noch mit Anträgen auf die Nerven? Ja, das finde ich eine gute Frage. Ich interessiere mich für eine Weiterbildung zum toten Gott. Ist das wirklich so ein toller Beruf, wie man hört? Ein toller Beruf, ja. Leider gibt es nur sehr wenige Stellen. Aber wenn du der Meinung bist, du kannst es besser als ich, dann beleg einen Studiengang an der Tartarus-Universität und komm wieder her. Ich habe noch jede Menge unbearbeiteter Anträge, für die ich einen Assistenten gut gebrauchen könnte. Ich finde dieses Amt einfach großartig. So geschmackvoll eingerichtet und dieses behördentypische Licht. Verdammt nochmal, ich hätte auch lieber eine Villa direkt am Styx mit Terrasse, Palmengarten und Swimmingpool. Du musst mir nicht unter die Nase reiben, in was für einer Bruchbude ich hier hocken muss. Aber das meine ich doch gar nicht. Ich wollte nur sagen, dass... Ruhe! Telefon! Seltsam, es hat gar nicht geklingelt. Amt für Postmortale an... Wer ist da? Mutter! Oh nein, ja, es geht mir gut. Mutter, nein. Ja, Persephone sorgt bestens für mich. Du brauchst mir keine Kekse zu backen. Bitte, die Leute reden schon. Ja, ja, ich dich auch, Mutter. Bis bald. Jetzt klingelt's. Amt für postmortale Angelegenheiten. Was willst du? Ich möchte mich über meine Rechte informieren. Kann ich hier die Gesetzestexte des Totenreiches einsehen? Das kann man sich hier unten leicht merken. Das Gesetz bin ich. Noch Fragen? Ich finde es etwas enttäuschend, dass man hier keine Nummer ziehen muss. Das solltest du unbedingt einführen. Ich sehe schon, du hast voll und ganz verstanden, worauf es in einem Amt für postmortale Angelegenheiten ankommt. Service, Bürgernähe, effiziente Abwicklung, Personal, das im Umgang mit Kunden geschult ist. Aber ich habe ein viel besseres Verfahren. Wenn zu viele Leute in meinem Büro stehen, dann brülle ich einfach raus hier. Ja, ich hab's verstanden, wir sollen gehen. Dann machen wir das mal. Ich glaube, sonst hat er ja auch nichts mehr mit uns zu reden gehabt. Dann schauen wir mal. Bam, bam, bam. Dann gehen wir noch in die Gruft und dann geht's zurück zum anderen Simon. Wir wollen ja auch mal schauen, was so passiert ist im Reich der Lebenden. Und wie viel Zeit vergangen ist, das wissen wir ja auch nicht. Hat der Schmalzgesang von Orpheus dir die Party versaut? Ich glaube, sie verwechselt mich. Aber vielleicht ist das besser so. Ja, das ist wahrscheinlich tatsächlich besser so. Okay, zurück zu Simon. Schauen wir mal, hat sich hier irgendwie was getan? Da haben wir noch den Bienenstock, Treibholz, Hochsitz. Nö, also da hat sich scheinbar nicht wirklich was getan. Haben wir ja eigentlich noch unsere Karte? Ja, die Karte haben wir auch noch. Also hier scheinbar ist nicht wirklich was passiert. Nee. Okay, Wegkreuzung. Die Kaninchenfalle ist noch da, Pilz ist noch da. Unser Schrank ist noch da. Nö, hier hat sich nichts getan. Oh Simon, wir müssen dir danken. Die liebe Großmutter hat uns erzählt, dass du den Jäger geholt hast, damit er unsere kleine Lea aus dem Bauch des Wolfes befreit. Richtig, und natürlich auch meine Mutter. Ach ja, die hatte ich ganz vergessen. Gerne doch. Ich rede besser nicht mit ihr. Sie hat bestimmt wieder irgendeine Arbeit, die sie mir aufs Auge drücken möchte. Vielen Dank nochmal, Simon. Ich schulde dir was. Keine Sorge, ich werde es mir merken.
Ja, wir sind ja auch nur schuld dran, dass sie gefressen worden ist. So ist es ja nicht. Nee, also hier scheint es nichts weiter zu geben. Dann gehen wir mal bei der Holzfällerhütte vorbei. Und du trinkst immer noch Bier? Ich bin nicht zum Plaudern aufgelegt. Okay, also hier scheint es auch nichts Neues zu geben. Dann gehen wir zur Trollbrücke. Dings scheint weg zu sein. Da drin wohnt ein goldgieriger, großmäuliger, kleiner Drache. Ein Aufbewahr... Ja, da gibt's auch nichts Neues. Der Troll scheint auch nicht mehr da zu sein. Also nicht wieder da zu sein. Er scheint diesmal aufgegeben zu haben. Ach, genau, da hat man noch den Totentempel. Und anscheinend können wir jetzt auch mittlerweile reingehen. Ah, das ist neu. Das ist neu. Dann reden wir mal mit dem Ordensbruder. Hallo, mein Sohn. Was kann ich für dich tun? Was ist das hier für ein komischer Tempel? Dies ist der Tempel des Ordens der Brüder und Schwestern, welche die Verstorbenen in der Totenwelt verehren, auch wenn die davon nicht mehr viel mitbekommen. Wisse, mein Sohn, du befindest dich auf heiligem Boden. Das klingt großartig. Der Tempel gehört also einem vollkommen übergeschnappten Totenkult? Übergeschnappt? Schau dich mal selbst an mit deinem albernen Hut. Das mit dem Totenkult stimmt aber. Wir kümmern uns um alle Toten, die den Weg ins Totenreich gefunden haben. Und das ist wohl der Aufzug, den wir nach unten gesehen haben, wo Cerberus bewacht hat. Ihr verehrt also die Toten? Ist ja irre. Wie macht ihr das genau? Ganz einfach, wir schicken den Toten Speis und Trank in die Totenwelt. Da werden sich die Toten aber freuen. Aber wozu brauchen sie das Zeug in der Totenwelt? Nun, das benötigen sie eben, damit es ihnen an nichts mangelt. So steht es in unserem Totenbuch. Wenn wir da den Stempel haben, könnte man den Stempel runterschicken. Von deinen Brüdern und Schwestern ist ja nicht viel zu sehen. Haben die heute Betriebsausflug? Nun ja, einige Leute haben uns verlassen, einige wurden aber auch befördert. Du meinst, sie sind gestorben? So mag dieser Vorgang auf nichtsahnende Normalsterbliche wohl wirken. Andere unserer Mitglieder wiederum haben dem Orden zeitweilig den Rücken gekehrt, um das Dasein der Lebenden zu erforschen. Gelegentlich kommen sie vorbei und berichten mir von den Fortschritten ihrer Studien. Okay. Aha, euer Totenkult ist also auf dem absteigenden Ast. Du bist wohl der Letzte, der noch die Stellung hält. Jetzt übertreibst du aber. Es handelt sich nur um eine vorübergehende Schwächung der aktiven Mitgliederbasis. Das wird sich bald ändern, wir liegen im Trend. Naja, da ist was dran. Der allgemeine Trend des Lebens zeigt klar in Richtung Tod. Aber ob das eurem Kult weiterhilft? Hat der Fahrstuhl auch irgendwas mit eurem schrägen Kult zu tun? Das ist kein gewöhnlicher Fahrstuhl. Er führt direkt hinab ins Totenreich. Damit schicken wir alle Gaben zu den Toten. Neben Nahrung auch andere Bedarfsgüter wie Genussmittel, Hygieneartikel und frische Socken. Oh, das ist wirklich sehr nobel von euch. Und was schicken die Toten dafür zurück? Leider nichts. Nicht einmal Spendenquittungen. Das ist sehr schade, denn gegenüber den Finanzbehörden würde uns das sehr helfen. Das war früher einmal anders. Da haben die Toten sich wenigstens noch bedankt. Ah, vielleicht ist da unten was blockiert. Aha, ich ahne was. Dieser miese Köter Cerberus blockiert den Fahrstuhl. Das wird sein. Kommst du dir nicht doof vor, als Letzter hier herumzustehen? Ach, wie recht du hast. Aber es kommt einfach niemand, um mich abzulösen. Die Studien des diesseitigen Lebens, die unsere Brüder derzeit vornehmen, scheinen sehr anstrengend zu sein. Vor allem die Themen Frauen,
Alkohol und Partys sind bislang stark von der Forschung vernachlässigt worden. Aha, mein Tipp, geh nach Hause, deine Brüder siehst du nie wieder. Aber das erlauben die Ordensregeln nicht. Es muss immer jemand den Fahrstuhl bewachen. Wenn die Toten etwas benötigen, müssen wir es ihnen beschaffen. Und wie gerne würde ich meinen wohlverdienten Ruhestand antreten, aber es geht einfach nicht. Wir können das machen. Du suchst also nach einem Nachfolger. Und wie? Aber zuerst müsste ich einen Novizen weihen und ihn in die Mysterien des toten Fahrstuhls einweisen. Du hast nicht zufällig Interesse, dein Leben einer solchen erfüllten Existenz zu widmen? Ich soll hier am Fahrstuhl zu Lebzeiten verrotten? Das klingt ja verlockend. Was müsste ich tun, um Novize zu werden? Oh, zum Novizen eignet sich längst nicht jeder. Wir können nur Leute gebrauchen, die in der Lage sind, mit dem Totenreich in Kontakt zu treten. Dieses Talent haben heutzutage nicht allzu viele Menschen. Wenn's weiter nichts ist, ich soll also mit meinem toten Kanarienvogel plaudern? Etwas enger sollte die Bindung an das Totenreich schon sein. Darauf bestehen die Regeln des Ordens. Leider wachsen junge, hoffnungsvolle Kandidaten mit einem Faible für unsere Verblichenen nicht gerade an den Bäumen. Ah, da können wir aber was machen. Ich müsste mal eben den Fahrstuhl benutzen. Untersteh dich, der Fahrstuhl zur Totenwelt ist unser größtes Heiligtum. Ich müsste dir nach unseren Ordensregeln sogar die Finger abhacken, wenn du den Fahrstuhlknopf berührst. Niemand außer den Mitgliedern des Ordens darf sich diesem Mysterium nähern. Kann ich hier rein zufälligerweise nach unten rufen? Aufzugsschacht, genau. Und wenn der andere Simon im Aufzug im Schacht drin steht. Ganz brav, Cerberus. Oh, das ist ja grauenhaft. Was ist das nur für ein Biest? Ist das etwa dieser Cerberus aus der Sage? Moment, das Biest hat nur zwei Köpfe? Ich könnte wetten, es sollten drei sein. Das kann nur bedeuten, dass ihm jemand den dritten Kopf abgeschlagen hat. Ist da nicht auch eine Narbe irgendwie? Hier, wenn man das so sieht. Aufzugsach, Simon, bist du da? Hallo? Tja, keiner da. Aber wir stehen doch direkt hier unten. Wenn ich in diesen Schacht hineinrufe, wer kann es dann hören? Die Lebenden auf der Oberwelt? Ja, so war das meine Idee eigentlich, dass du dann rufst und... Ah, vielleicht müssen wir dann erst an Cerberus vorbeikommen. Damit kann ich meinen Dopp. Ja, wahrscheinlich müssen wir erst an Cerberus vorbei, bevor das hier geht. Hallo? Tja, keiner. Oh, eine Vampirkatze. Katze und Cerberus? Oh, das könnte das süße Kätzchen von Wolfram zum Sange sein. Er hat ganz recht, sie ist ein bisschen... komisch. Die richtigen Beißerchen zum Blutsaugen hat sie ja schon. Jetzt fehlt ihr nur noch das passende Cape. Sie liegt so herrlich nah am Schachtrand. Was würde eigentlich passieren, wenn dieser lichtscheue kleine Blutsauger da hineinfiele? Käme sie dann unten in der Totenwelt heraus? Beim Cerberus? Oh, das gäbe aber ein Geschrei. Ja, das ist auch mein Gedanke jetzt gewesen. Ich muss nur schnell genug sein, dann kann ich sie bestimmt in den Schacht schubsen. Hände weg von meinem Kätzchen, Sterblicher. Okay, so einfach geht das wohl doch nicht. Haben wir irgendwas um... Da muss ich mir wohl was anderes ausdenken, um das Biest loszuwerden. Irgendwas vielleicht da... Das tote Huhn, willst du Katze und Huhn? Was soll das denn? Oder Huhn und Aufzugsschacht? Nein, das geht. Ja, wahrscheinlich müssen wir Cerberus loswerden, dass Simon eher am Schacht steht. Und dann können wir dann was machen. Die Frage ist nur, was machen wir mit... das geht da wahrscheinlich nicht.
Was machen wir nur mit der Katze? Obwohl, Fenster aufmachen, wenn es eine Vampirkatze ist, dann kommt Licht vielleicht rein. Das Fenster ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden. Die Fensterscharniere bewegen sich keinen Millimeter. Na, aber wir könnten sie ölen. Wir haben Öl noch da. Ein paar Tropfen Öl wirken immer Wunder. Jetzt sind wir auch endlich mal das Öl losgeworden. Okay, lassen wir etwas Licht herein. Na, wie gefällt dir das, Vampirkatze? So hatte ich mir das gedacht. Bye-bye, Dracula Kitty. Oh-oh, was hat mein unverschämter Doppelgänger jetzt schon wieder angestellt? Wir haben Cerberus losgeworden. So, dann stellen wir uns doch mal ein bisschen näher hierher. Aufzugsschacht, das können wir auch hier reden. Hallo, Simon, kannst du mich hören? Hallo, Simon, bist du das? Ja, ich bin hier oben. Alles klar da unten? Ja. Das ist unglaublich. Ich habe noch niemals jemanden erlebt, der so direkt mit den Toten sprechen kann. Tja, ich bin eben ein Naturtalent. Kann ich jetzt Novize werden? Novize? Warum so bescheiden? Machen wir es kurz. Hiermit ernenne ich dich zum Meister des Ordens der Brüder und Schwestern, welche die Verstorbenen in der Totenwelt verehren, auch wenn die davon nicht mehr viel mitbekommen. Meister? Hört sich gut an. Ich war schon immer der Meinung, dass ich viel zu selten Meister genannt werde. Dann werde ich nun also in den Ruhestand gehen. Auf Wiedersehen in der Ewigkeit, Meister Simon. Bis dann. Viel Spaß beim Party machen. Besuch mich mal. Cool. Ich habe meinen eigenen Kult geerbt. So, auch das haben wir jetzt. So, du Simon, kannst du jetzt irgendwie hochgehen? Das machst du wahrscheinlich nicht. Die Fahrstuhlmechanik sieht ziemlich eingerostet aus. Ja, wir müssen wahrscheinlich die Papiere runterschicken. Ja? Komm schon, steig in den Fahrstuhl. Nein, komm du gefälligst wieder nach unten. Schließlich bist du genauso tot wie ich. Nein, komm du doch nach oben. Ich kann die Totenwelt nicht ohne eine offizielle Genehmigung verlassen. So sieht nun mal die Rechtslage aus. Du kannst nicht alles haben. Entweder hilfst du dem König oder hältst dich an deine bescheuerten Gesetze und Regeln. Dann verrottest du eben da unten. Mir ist das recht, dann ist hier oben nur ein Simon. Ja, so viel dazu. Aber das war ein nettes Gespräch. Okay. So, wir brauchen den Stempel. Was haben wir denn hier alles noch? Wir können den Aufzug jedenfalls jetzt runterschicken oder hochschicken. Bringt uns aber nichts, weil wir ja noch nichts haben, um reinzulegen. Nein, ich werde nicht mit dem Fahrstuhl fahren. Zumindest nicht, solange ich keine offizielle Genehmigung habe, die Totenwelt zu verlassen. Mann, oh Mann, oh Mann, da könnte der fliehen. Willst du aber nicht. Okay, wir brauchen definitiv den Stempel. Keine Ahnung, wo es den gibt. Ob es den vielleicht hier noch im Tempel liegt, der rumliegt. Aber nee, ist glaube ich irgendwie nicht so richtig. Aber wir schauen mal, was wir noch alles hier haben. Coole Deko. Damit könnte ich auch meinem schnöden Jugendzimmer noch sehr viel Charme verleihen. Die Bänke brechen bestimmt zusammen, wenn ich mich draufsetze. Also lieber nicht. Ein Reisesarg. Wow! Tartarus, Olymp, Nirvana, Jenseits, Hölle,
Paris, New York? Hey, da wollte ich immer schon mal hin. Ja, können wir aber leider nichts machen. Oh, aber da haben wir eine Kiste. Ich stecke diesen riesigen Genehmigtstempel, der in der Kiste liegt, mal rein. Man weiß nie, wann man mal einen Antrag genehmigen muss. Da war also der Stempel drin. Dann stempel mal die ausgefüllten Anträge. Sehr gut. Auf dem Formular ist nun ein Genehmigtstempelabdruck. Das war ja doch einfacher, als ich erwartet habe. Dann können wir die runterschicken, schätze ich mal. Und dann können die anderen wieder hochkommen. Das gehört zum Fahrstuhl, aber von... Nein, du sollst den Hebel betätigen, nicht anschauen. So, dann schicken wir mal die gestempelten Dinger zum Aufzug, tun mal in den Aufzug rein und schicken sie nach unten. Ich lege das Formular auf die Transportfläche. Dieser durchgeknallte Ordnungsfreak wird es schon finden. Und schicken das Ganze wieder nach unten. So, und dann haben wir auch die Erlaubnis, dass unser Simon, der andere Simon und der König wieder ins Land der Lebenden auch offiziell gehen dürfen. Ha, das war jetzt einfacher als erwartet. So, nimm mal das Zeug mit. Was ist das denn? Zwei abgestempelte und offiziell genehmigte Anträge auf Entlassung aus dem Totenreich? Hey, die sind ja für mich und den König ausgestellt. Und Simon hat... Ja, also ich an seiner Stelle hätte den für sich selber auch noch mit unterschrieben. Und ja, wie auch immer. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Dann gehen wir zu Hades und überreichen ihm die genehmigten Dinger. Oder können wir jetzt einfach so rausgehen? Nein, wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut und tschüss.